Am Donnerstag, 13. Oktober, starten die Snowboarder in der Skihalle von Landgraaf in die neue Saison. Mit dabei sind auch 8 Südtiroler. Unter ihnen die 3 Hoffnungsträger, Roland Fischnaller, Christoph Mick und Aaron Mahr. Sportnews hat sie vor der Abreise in die Niederlande vors Mikro bekommen. Es ist eigentlich, die Vorbereitung ist ganz gut gegangen. Wir sind alle auf dem stillsten Joch gewesen, haben zum Teil oft viel Wochenschnee gehabt. Aber nichtsdestotrotz, die Form schaut recht gut aus. Wir haben zwar sind unter allem und drin gewesen und sind schon auf Zeit gefahren. Und haben uns nicht letztes hergeschaut und nicht, und jetzt werden wir schon schauen. Nicht? Ich bin letztes Jahr gut drauf gewesen. Ich glaube, heuer fehlt auch nicht recht viel, das ich mal sagen. Und ich schaue wieder eine gute Leistung zu bringen. Und ich hoffe schon, dass ich wieder da umknüpfen kann, wo ich letztes Jahr auch gehört habe. Ja, die passt mir ganz gut, weil sie ist nicht so steil, sie ist eher flach, aber auch mit 2 Übergängen drinnen. Und letztes Jahr hat es mir eigentlich ganz gut getaugt, haben wir einen 12. Platz gemacht oben beim Weltcup. Und schauen wir, so hier rauskommt. Man hat gut trainiert eigentlich über den Sommer. Körperlich habe ich keine Probleme und schauen wir, so rauskommt.